Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Wie in jeder Woche möchten wir euch auch heute eines der 8 Millenniums-Entwicklungsziele vorstellen. MDG 7 trägt dabei den sehr interessanten Titel Ökologische Nachhaltigkeit. Dass der ökologische Wandel beim Menschen ankommt und ihn Menschen jeden Tag am eigenen Leib verspüren, was die ständige Abholzung der Wälder für das Weltklima bedeutet und wie sich der Raubbau an der Natur für einige auszahlt, dazu ein Beitrag von Sandra Schuttenberg. Riti lebt mit ihrer Familie in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo. Ihren Enkeln erzählt Riti oft vom Regenwald, von leuchtenden Schmetterlingen und wilden Blumen, von Orang-Utans auf grünen Baumriesen. Früher baute Riti im Wald mit ihren Kindern Gemüse an und sammelte Früchte und Heilpflanzen. Doch große Firmen kamen und fällten die alten Bäume für Möbel, Papier und Zellstoff. Den Rest des Regenwaldes brannten sie nieder und schafften damit Platz für Plantagen. Tiere sind nun keine mehr da und auch die Wurzeln der Bäume fehlen. Sie hatten den Regen aufgefangen und die Erde festgehalten. Ohne die Bäume wird das Dorf jetzt oft überflutet. Riti muss auf den Plantagen arbeiten, doch das reicht kaum, um zu überleben. So wie ihr ergeht es vielen Menschen. Sie verlieren ihre natürliche Lebensgrundlage. Auf den Plantagen werden zum Beispiel Ölpalmen angebaut. Der Handel mit Palmöl boomt, weil Erdölreserven weltweit dem Ende zugehen. Palmöl ist in Schokolade, Seife und Waschmittel enthalten. Es wird für sogenannten Biodiesel verwendet, damit Autos weniger Erdöl verbrauchen. Indonesien hat so schon über 80% seines Regenwaldes verloren. Für das Weltklima ist die Zerstörung des Regenwaldes ebenfalls eine Gefahr. Über 20% der jährlichen Kohlendioxidemissionen entstehen durch die Zerstörung der Tropenwälder. Experten nach ist die Zahl der Klimaflüchtlinge schon heute weitaus höher als die aufgrund von Kriegen, Tendenz steigend. Beim MDG 7 geht es darum, die Umwelt zu schützen und natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Das 7. Jahrtausendentwicklungsziel ist dabei relativ schwer zu fassen. Zwar gibt es auch hier, wie eben gehört, verschiedene Kennzahlen, an denen sich der Erfolg messen lassen kann, doch treten diese ob der eigentlich global umfassenden Mission in den Hintergrund. Ludwig Ellenberg von der Humboldt-Universität Berlin über den aktuellen Raubbau. Welche Schäden gibt es für die Volkswirtschaft und wie können unsere Ökosysteme erhalten werden? Guten Tag, Frau Bonvin, guten Tag, Herr Kämpfer. Es gibt trotz Google Earth, trotz Remote Sensing, also Methoden, die aus dem All sozusagen auf unsere Erde schauen, noch immer Unsicherheiten. Das liegt daran, dass immer wieder Bewölkung da ist, dass Einschränkungen der Sicht sind und so weiter. Aber man kann sagen, dass im Kongo, in Indonesien und in Amazonien, Brasiliens, riesige Gebiete noch als Regenwälder existieren. Wenn wir flächendeckend die ganze Erde angucken und besonders die Tropen und besonders die armen Tropen, dann ist das Fortschreiten der Vernichtung der Biodiversität ungebremst, in manchen Gebieten sogar schneller vorangegangen in den letzten Jahren. Da sind Länder mit Ressourcenbedürfnis, wie zum Beispiel China, die sich weltweit umgucken, die sich sehr stark einklinken mit Entwicklungszusammenarbeit, mit politischem Druck, mit Handelsbeziehungen und die auf Länder losgehen. Ein extremes Beispiel ist dabei Madagaskar. Wahrscheinlich ist im afrikanischen Kontext Madagaskar das Land, was am schnellsten seine Ressourcen verloren hat und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit geplündert wurde. Regenwälder auf der Ostseite, Trockenwälder auf der Westseite, Bergwälder im Inneren. Wenn man heute Madagaskar anguckt, wo höchstens noch 10% der Regenwälder erhalten sind, maximal, und wo in den letzten Jahren durch das Landgrabbing von China, aber auch von anderen Ländern, die jetzt aus den Schwellenländern erwachsen, dann kann man sagen, da ist ein direkter Zusammenhalt von Plündern, von Bevölkerungsgruppen, die mehr als 10.000 Kilometer entfernt leben. Landgrabbing, also Klauen von Land, Greifen von Land, das ist jetzt eine sehr moderne und auch noch nicht ganz durchschaute neue Situation. Aber eine Lösung, die haben wir zurzeit nicht. Heute leben wir über unsere Verhältnisse. Seit ungefähr 1986 ist unser ökologischer Fußabdruck so groß, dass wir sagen können, es ist keine Zukunftsmusik, dass wir den Planeten plündern, sondern es ist eine Realität, eine ganz ruhig festzustellende Realität. There's enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Das heißt, es gibt genug Ressourcen auf der Erde, dass jeder was haben kann.
Aber die Gier, Greed, die Gier ist so groß, dass praktisch viele den Hals nicht voll bekommen können. Auf lange Sicht das Unumgehbarsein, dass wir uns auch ein bisschen bescheidener mit diesem Globus auseinandersetzen. Und das neue System mit Reed ist eine durchdachtere Lösung als frühere Mechanismen. Sie hat sich aber noch nicht bewähren können, sie ist noch zu jung. Es muss eine unabhängige Kontrollinstanz die Möglichkeit haben, nicht nur zu dokumentieren, sondern auch Richtungswechsel zu, sagen wir, zu suggerieren oder zu erzwingen. Auf lange Sicht ist es trotzdem notwendig, dass der Verbrauch der Ressourcen gedrosselt wird, auch in Industrieländern. Auch die Entwicklungsländer werden ihren Lebensstandard steigern wollen. Das geht in unserer heutigen Welt nur durch Manufaktur, Industrie und Dienstleistungen, nicht nur durch landwirtschaftliche Produktion. Und dann werden sie selber zu Emittenten und zu Verbrauchern, und dann können sie den Industrieländern nur eine kalte Schulter zeigen, weil sie das nicht mehr aufnehmen kann. Brasilien sagte, Deutschland zeigt auf uns, und wenn ich das so zeige, Deutschland zeigt auf uns und möchte unseren Regenwald geschützt haben. Aber jeder, der auf jemanden zeigt, zeigt ja mit drei Fingern auf sich selber. Das heißt, eigentlich hat Deutschland erst seine eigenen Ressourcen geplündert und sich dann eingesetzt für die Ressourcen in anderen Ländern. Der volkswirtschaftliche Nutzen ist vielleicht für Brasilien gar nicht so groß, sondern nur für die ganze Erde. Und die reichen Länder sind längst nicht entschlossen genug, sprechen nicht mit einer Stimme, wollen sich immer wieder drücken, werden eher Geld umwidmen als neues Geld einspeisen, sodass also vieles davon empörend, schrecklich, nur Lippenbekenntnisse sind, aber nicht wirkliche Handlungsänderungen. Wenn man heute den ökologischen Fußabdruck eines Bangladeschi mit 0,2 Hektar pro Kopf vielleicht noch berechnet, aber eines US-Amerikaners mit 11,1 Hektar pro Kopf, dann haben wir die Diskrepanz, denn zur Verfügung stehen uns nur 1,8 Hektar pro Kopf. Das kann jedem kleinen Jungen, jedem kleinen Mädchen in der Schule einleuchten. Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum gebaut. Und grenzenloses Wachstum, denken Sie mal an eigene Kinder, über deren Wachstum man sich freut, aber bei 2,60 Meter ist man schon besorgt und bei 5,40 Meter wird es schwierig. Grenzenloses Wachstum wird nicht möglich sein. Aber wir können auch im Täglichen vieles machen. Weniger heizen, weniger Wasser verbrauchen, nicht so viel Fleisch essen, bei unseren Transporten darauf achten, dass wir weniger Energie verbrauchen. Fernreisen, ein großes Kapitel, eigentlich unzulässig, und wir können noch so lange die großen Ökos sein in Kreuzberg. Wenn wir dann auf die Malediven fliegen, haben wir unsere Ökobilanz auf jeden Fall nachhaltig ruiniert. Es gibt also eine ganze Menge von Programmen, die teilweise auch schon Wirkung zeigen. Doch deren Effekt ist insgesamt zu gering, um zum Beispiel das Artensterben aufzuhalten oder gar zu einer umfassenden Renaturalisierung zu führen. Insbesondere die Aussicht auf die kommenden Jahrzehnte mit einer stark ansteigenden Gesamtbevölkerung lassen schon heute erahnen, unter welchen Druck dieser Planet zukünftig geraten wird. Ziel des 7. MDG ist eine Verbesserung der Versorgung mit Trinkwasser. Hier wurden mittlerweile relativ gute Erfolge erzielt. Aber wer trinkt, muss auch auf Toilette gehen. Die sanitäre Infrastruktur sieht in vielen Ländern jedoch sehr schlecht aus. Dazu ein Beitrag von Susanne Laudan. 6,2 Milliarden Menschen weltweit leben ohne Toilette. Das Millenniumsziel, die Anzahl der Menschen ohne Zugang zu einer Toilette zu halbieren, ist momentan das am wenigsten erreichte. Um dieses Ziel zu erfüllen, müssten jeden Tag 500.000 Toiletten gebaut werden. Allein 6.000 Kinder sterben täglich an Durchfallerkrankungen aufgrund unzureichender Hygiene und verschmutztem Wasser. Wie man hygienische Toiletten bauen kann, zeigt ein Beispiel aus Namibia. Das System funktioniert eigentlich ganz einfach. Die Toilettenschüssel ist ähnlich wie beim Plumpsklo. Also Festes und Flüssiges fällt einfach durch. Das Projekt des Solidaritätsdienst International und der namibischen Organisation Clayhouse Project sieht den Bau von 600 Trockentoiletten in Namibia vor. Und diese Öffnungsklappe sowie ein Ventilationsrohr, die sind nach der Sonne ausgerichtet.
die ziehen die Wärme an, die warme Luft geht nach oben und es wird Frischluft durch den Toilettenpott eingezogen. Das Projekt ist konzipiert, um den Bewohnern von Wellblechhüttensiedlungen eine Toilette zu ermöglichen. In diesen Siedlungen, wo die Ärmsten der Armen leben, gibt es keine Kanalisation. Die Menschen gehen für ihr dringendes Bedürfnis in den Busch oder benutzen Plastiktüten. Durch die unhygienischen Bedingungen leiden sie oft an schwerem Durchfall. Yeah, of course there is a lot of problems for sanitation and water. Because sometimes we say thanks for the toilets because we are no more walking a long distance for using the toilets because normally long time we normally only use long distance to go in the field and there is a lot of problems that we will to find there. There is crimes that we call is to be raped. Women used to be raped, children used to be killed and raped is what we normally used to find in long years ago, that time when we were not having toilets. And we say thanks a lot for the toilet for Clayhouse Project. Auch die Stadtverwaltung von Otjiwarongo hat diese Probleme erkannt und unterstützt daher das Projekt. Proper sanitation is very, very important when it comes to the health of a town. Because if you can just imagine if a disease breaks out, if there's an outbreak of polio or maybe cholera, what would happen? It would wipe the whole town within a few months or maybe within a few weeks. It's why we try to encourage our people that it's better to have a proper sanitation than to sit and wait for the impossible, maybe I would say, because you don't know when it will be possible that there will ever be waterborne toilets or you ever afford a waterborne toilet. Now, in the absence of that, it's better to have proper sanitation by using a dry toilet than going in the bush, for example, where it's also dangerous. There's a lot of crime. Women and children and even men have been killed. People are being raped and so on. It's a very dangerous exercise. Neben den konkreten Verbesserungen für die begünstigten Menschen will das Projekt für eine angepasste Sanitärversorgung in ganz Namibia Pate stehen. Ziel ist es, die Millennium Goals zu erreichen, wofür die Regierung bis zum Jahr 2015 etwa 15.000 Toiletten im Jahr bauen muss. Da das Problem der fehlenden Toiletten in Deutschland kaum bekannt ist, macht der Solidaritätsdienst in seiner Öffentlichkeitsarbeit darauf aufmerksam. Wie zum Beispiel am 19. November, dem Welttoilettentag. Trockentoiletten verbessern nicht nur die hygienischen Verhältnisse, sie bedeuten auch mehr Sicherheit für Frauen und Kinder. Die internationale Gemeinschaft muss sich auch um vermeintlich unwichtige Themen kümmern. Mit dem Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung hat sich das letzte der 8 MDGs, zum Beispiel der Entwicklung eines offenen, regelgestützten, berechenbaren und nicht diskriminierenden Handels- und Finanzsystems, verschrieben. Wie ein solches etabliert werden kann und welche weiteren Unterziele es noch gibt, dazu mehr in der nächsten Sendung, wenn ihr wollt. Bis dahin.